Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir leben in spannenden und ziemlich bewegten Zeiten. Also das, was im Moment in Japan abgeht, das ist eine Tragödie. Ich habe heute Morgen noch mit Mitarbeitern der japanischen Atomaufsichtsbehörde telefonieren können, ganz kurz. Und es sieht nicht gut aus. Aber das zeigt uns, dass wir einige Dinge eben nicht voraussehen können, nicht richtig voraussagen können. Und das Erste, was uns Zukunftsforschern immer vorgehalten wird, ist, kann man Zukunft überhaupt planen? Kann man überhaupt in die Zukunft schauen? Ist es überhaupt möglich? Oder können wir nicht komplett auf dieses ganze Thema Trend- und Zukunftsforschung verzichten, weil es ist ja doch purer Zufall, was da kommt? Nun, das ist so eine Sache. Also, wir können schockartige Veränderungen, Dinge, mit denen man nicht planen kann, nicht voraussehen. Wir können nicht sagen, wer der nächste Präsident der Vereinigten Staaten werden wird. Wir können nicht sagen, wann das nächste Erdbeben kommt. Diese Dinge, die kann man nicht voraussehen. Aber es gibt eine ganze Reihe von Trends, Megatrends, Veränderungen in Technologie, Gesellschaft, Politik, in der Art und Weise, wie wir Menschen uns bewegen, wie wir arbeiten, wie wir mit Technik umgehen. Die kann man schon ganz gut beschreiben, denn da liegen Trends und Logiken dahinter. Genau die zu beschreiben, das ist die Aufgabe von uns Zukunftsforschern. Und ich habe die spannende Aufgabe, Sie in den nächsten 40 Minuten ein bisschen mit in die Zukunft zu nehmen, und zwar in das Jahr 2021. Nun, das Erste, was ich dann meistens höre, ist 2021. Das ist ja unendlich weit weg, pure Science Fiction. Und damit haben wir schon das erste Problem der Zukunftsforschung erkannt. Ist 10 Jahre ein langer oder ein kurzer Zeitraum? Das kommt darauf an, worum wir schauen. Und für Menschen, die reagieren sehr unterschiedlich darauf, ob wir 10 Jahre kurz oder lang empfinden. Fragt man Menschen 2001 bis 2011, also die letzten 10 Jahre, ist die Zeit schnell vergangen oder dauerte das irre lange? Oder wie haben wir diese Zeit wahrgenommen? Und die meisten Leute sagen mir 2001 bis 2011, meine Güte, die Zeit ist so schnell vergangen, die Kinder sind groß geworden, ohne dass man es richtig mitbekommen hat. Kurzer Zeitraum. Und wenn ich Menschen frage, okay, dann gucken wir genau den gleichen kurzen Zeitraum mal in die Zukunft. Wie werden wir im Jahre 2021 leben, arbeiten? Wie wird die IT aussehen? Welche Technik werden wir auf dem Schreibtisch haben? Wie werden wir uns als Gesellschaft entwickelt haben? Welche neuen Dinge kommen auf uns zu? Dann sagen sie immer, Herr Thomsen, das ist pure Science Fiction. Niemand kann so weit in die Zukunft gucken, 2021. Nun lassen Sie uns lieber mal darüber reden, wie das erste Quartal 2011 zu Ende geht oder mal meinetwegen das zweite Quartal oder so einen leichten Ausblick darauf. Das ist so ein Zeitraum, den wir ganz gut überblicken können. Nun weiß ich nicht, wie das Ihnen geht, aber bei mir stelle ich ein Phänomen fest in den letzten 10 Jahren. Wir sind total überlastet mit Informationen. Wir kriegen immer mehr Kommunikation. Wir kümmern uns immer mehr um Dinge, die wir am Anfang des Tages noch gar nicht wussten, dass sie da ist, auf die wir reagieren, und wir agieren immer weniger. Das ist gefährlich. Wir kommen in so eine Art Reaktionsfalle rein, wo wir am Montagmorgen ins Büro gehen und vielleicht denken, ich habe richtig tolle Pläne, was ich diese Woche alles erreichen möchte. Und dann machen Sie Ihr E-Mail auf und da kommen die ersten 35 E-Mails rein und Sie sehen, ach du meine Güte, okay, die ganzen anderen Pläne, die ich erstmal hatte, muss ich beiseite legen. Bei mir manifestiert sich das in einem Ablagekorb, der auf der rechten hinteren Ecke meines Schreibtisches steht. Ist so ein Ablagekorb aus Drahtgeflecht. Und da habe ich irgendwann mal draufgeschrieben, to do when time. Das heißt, es ist die Ablage, wenn ich mal Zeit übrig haben sollte durch die Woche hinweg. Dann würde ich mich um die wirklich wichtigen Dinge kümmern, die eben nicht auf der To-Do-Liste von heute stehen, sondern die irgendwann mal ein bisschen Muße brauchen. Ein Wort übrigens, wo meine Tochter mich neulich fragte, was ist Muße? Ich gucke mal auf Wikipedia nach. Also das war für sie eine völlig neue Geschichte. Komischerweise wird dieser Stapel to do when time über die Woche hinweg nicht kleiner, sondern größer. Und jeden Freitagnachmittag, wenn ich dann so meinen Schreibtisch aufräume und denke, was muss ich unbedingt noch tun, damit ich am Montag keinen Ärger kriege, dann gucke ich etwas wehmütig auf diesen Stapel und der ist wieder größer geworden. Nichts von dem ist abgearbeitet. Und wenn ich dann sage, das kann doch nicht wahr sein, dass die Woche schon wieder vorbei ist, ich habe nichts von dem geschafft, was ich wirklich machen wollte, dann kommt mir etwas in den Sinn. 10 Jahre, wie viele Wochen sind denn das? Relativ einfach zu rechnen. 52 Wochen hat ein Jahr mal 10, 520. Wenn Sie nur 520 Mal an einem Freitagnachmittag auf diesen Stapel gucken und sagen, das kann doch nicht wahr sein, dass die Woche schon wieder vorbei ist, dann sind wir schon im Jahre 2021. Nun müssen wir sehen, dass die letzten 10 Jahre mehr Veränderungen in unserer Welt hervorgebracht haben, als jeder andere Zeitraum in der Geschichte der Menschheit in einem Zeitraum von 10 Jahren an Veränderungen gebracht hat.
im Bereich von Technologie, im Bereich von Globalisierung, im Bereich vom Handel, in der Art und Weise, wie wir mit Informationen umgehen, wie wir soziale Netzwerke bilden, wie sich politische Systeme entwickeln, wie wir insgesamt unsere Arbeit machen. Das hat sich in den letzten 10 Jahren ziemlich doll gedreht. Es war das Jahrzehnt der großen Veränderungen. Und es hat einige Branchen komplett auf den Kopf gestellt. Denken Sie an die Medienindustrie, denken Sie an die Musikindustrie, an Consumer Electronics, an die Fotoindustrie, an den Handel. Da waren ganz schön viele Veränderungen in den letzten 10 Jahren. Es wäre falsch zu glauben, dass die Veränderungen jetzt vorbei sind und dass die nächsten 10 Jahre Business as usual werden. Nein, sie werden wahrscheinlich noch mehr Veränderungen bringen, als die letzten 520 Wochen gebracht haben. Und umso mehr ist es wichtig, sich jetzt über diese Trends zu verständigen und nachzudenken, was passiert hier eigentlich. Denn wir sind an einigen Wendepunkten, die es zu beachten gibt. Wenn wir Prognosen für die Zukunft machen, machen wir mehrere Fehler. Die einfachste Form der Trendprognose, die aber häufig falsch ist, ist die in der Vergangenheit zu schauen, wie es in der Vergangenheit gelaufen ist und daraus eine Extrapolation für die Zukunft zu machen. Das ist die einfachste Form der Trendprognose. Sie haben die Daten der letzten 10 Jahre, sehen, da verbinden sich Punkte in einer gewissen Linie miteinander, dann nehmen Sie das große Lineal und ziehen einfach eine Linie in die Zukunft und sagen, voilà, da ist unser Trend. Jährliches Wachstum 5%, geht weiter so, tipptopp, wunderbar. Das ist die einfachste Form der Trendprognose. Das ist wie wenn Sie im Auto fahren würden und Sie würden die ganze Zeit in den Rückspiegel gucken und sagen, in den letzten 10 Kilometern gab es keine Kurve. Es gibt keinen Grund, warum in den nächsten 10 Kilometern eine Kurve kommen sollte. So funktionieren aber Firmen. Es gibt viele, sogar Analysten, die machen diesen Fehler. Und dann gibt es diese disruptiven Veränderungen. Das, was in Fukushima gerade passiert, dann gibt es einige größere Veränderungen, die sich im Bereich der Technologie abspielen. Und darauf müssen wir achten. Wir nennen diese Punkte die Tipping Points, also Wendepunkte, Paradigmenwechsel, Diskontinuitäten, Quantensprünge, wie man das auch immer nennen möchte. Und was das Problem ist, es zeigt uns ein etwas makabres Experiment. Vielleicht kennt es der eine oder die andere schon, aber es ist das, was die Amerikaner das Dilemma des Frosches nennen, The Frog's Dilemma. Es ist ein Tierexperiment, was Sie bitte nicht nachmachen, weil es hat was mit Tierquälerei zu tun und das möchten wir alle nicht und dann gibt es auch Ärger vom Tierschutzbund. Aber es geht folgendermaßen, es gilt nur, die Systematik dahinter zu verstehen. Sie nehmen einen lebendigen Frosch und Sie nehmen eine Schüssel mit sehr heißem Wasser. 70, 80 Grad heißes Wasser, dampft auch schon leicht, ist wirklich zu heiß, um seine Hand da lange drin zu halten. Sie nehmen den Frosch, erster Teil des Experimentes, werfen ihn in die Schüssel. Was passiert? Was meinen Sie? Springt raus, genau. Der Frosch merkt, aua, schockartig merkt er, dass die Temperatur auf seiner Haut hat sich ganz schnell verändert. Er kriegt einen Schock, er muss gar nicht nachdenken, seine Muskeln spannen sich, er springt raus, flupp, ist er wieder draußen. Hat eine erhöhte Herzfrequenz, denkt sich, was war das denn jetzt? Ist völlig schockiert, aber er lebt und er hat auch keine Verbrühung, weil das ging ganz, ganz schnell. Nun folgt der zweite Teil des Experiments. Sie nehmen wieder den Frosch, nehmen die Schüssel diesmal mit kaltem Wasser oder handwarmem Wasser, setzen den Frosch in die Schüssel, sodass seine Augen und seine Nasenlöcher über der Wasseroberfläche sind, ganz gemütlich für den Frosch, so wie in der Badewanne, setzen Frosch und Schüssel über einen Bunsenbrenner oder auf eine Herdplatte und erwärmen das Ganze schön langsam. Was passiert nun? Froschsuppe, ja, genau. Ich habe mir sagen lassen, dass für 70% aller Frösche, die diesen Teil des Experiments mitmachen müssen, dieses Experiment tödlich endet. Man sieht ihnen an einem gewissen Punkt, dass er noch versucht, aus der Schüssel rauszuspringen, aber er schafft es nicht mehr. Er zuckt noch ein paar Mal, aber er kann irgendwie nicht mehr springen. Was ist passiert? Er hat einen Tipping Point verpasst, weil er lineare Trendforschung betrieben hat. Na gut, er hat sich wahrscheinlich gedacht, ja, vorher war es ein bisschen kühl, jetzt wird es wärmer, wunderbar, ich komme voll in die Komfortzone rein. Ja? Also jetzt wird es richtig kuschelig. Und das stimmt auch von der Temperaturerhöhung von 20 auf 25, auf 30, auf 35, auf 40 Grad. Nur dann kommt ein Punkt, an dem er besser springen sollte. Und das ist der Punkt, an dem das Wasser in der Schüssel 42 Grad erreicht. Bei 42 Grad passiert im Blut des Frosches etwas, was bei uns Menschen auch passieren würde. Die Eiweißmoleküle im Blut des Frosches fangen an auszuflocken, zu stocken. Genauso, wenn Sie Eiklar nehmen, das ist relativ dünnflüssig und durchsichtig und das tun Sie in heißes Wasser rein, dann macht das wupp, dann wird es gummrig, weiß, vergrößert sein Volumen um 7% und wird hart. Es geht ganz schnell. Schock, also wirklich innerhalb von einem Grad Temperaturunterschied. Und genau das passiert in den kleinen Kapillargefäßen des Oberschenkelmuskels des Frosches.
da, wo das Blut durchfließt, um dem Muskel genügend Sauerstoff zuzuführen, um den Sprung zu machen. Und in dem Moment, wo das Gehirn sagt, jetzt aber raus, hier ist wirklich zu warm, verweigern die Muskeln ihren Dienst und er kommt nicht mehr raus. Ein paar Minuten später ist er tot. Nun, ich erzähle Ihnen das nicht, damit Sie heute Abend mit Ihren Kindern ein tolles Experiment machen können, sondern als Analogie, dass es Firmen auch so geht. Es geht uns als Gesellschaft so, dass wir solche Kipppunkte oder Tipping Points verpassen. Wir können sehr gut schockartige Veränderungen wahrnehmen, dann springen wir sehr schnell. Die deutsche Bundesregierung hat gestern 7 Kernkraftwerke vom Netz genommen. Das dachten wir, das dauert noch 20 Jahre, das brauchte einen Schock. Es gibt aber viele Veränderungen, die passieren schleichend. Die passieren so, dass wir sie nicht wahrnehmen, dass sie nicht auf der ersten Seite vom Blick stehen oder in 20 Minuten oder die erste Nachricht in der Tagesschau sind, sondern die irgendwie darunter sind. Und auf die gilt es zu achten. Und darüber möchte ich mit Ihnen in den nächsten Minuten mal sprechen. Was sind denn die Tipping Points der kommenden 520 Wochen, damit wir sie nicht vergessen? Der erste, den wir anschauen müssen, ist mal zu analysieren, wo stehen wir im Bereich von Computertechnologie eigentlich heute? Und ich wage mal zu behaupten, auch wenn ich natürlich hier vor einem Publikum spreche, dass es besser wissen müsste, meine Damen und Herren, wir sind umgeben von Dummheit. Und ich spreche jetzt überhaupt nicht von Ihrem Nachbarn oder Ihrem Arbeitskollegen oder irgendwelchen Familienmitgliedern, die Sie vielleicht jetzt im Kopf haben, sondern ich spreche von Computern. Das ist die schlechte Nachricht des Tages. Die gute Nachricht des Tages ist, in der jetzt angefangenen Dekade, also in den kommenden 520 Wochen, sehen wir das Ende der Dummheit. So, das muss ich ein bisschen erklären. Wenn Sie heute einen PC kaufen, egal von welcher Firma, dann bekommen Sie für 1.000 Franken äquivalent ungefähr die Informationsverarbeitungskapazität, also Speicher- und Prozessorkapazität, gewisse Dinge auszulegen, die vergleichbar ist mit der Informationsverarbeitungskapazität einer Stubenfliege, einer Fliege. Nun können einige sagen, wir sind weit gekommen, weil vor 10 Jahren haben Sie für 1.000 Franken äquivalent einen Rechner bekommen, der ungefähr so viel Informationsverarbeitungskapazität hatte wie eine Amöbe. Davor irgendwie noch ein Bakterium und so weiter. Diese Zahlen kommen nicht von mir, sondern von einem der renommiertesten Forscher am MIT, also am Massachusetts Institute of Technology, der sich mit dem Thema des Mooreschen Gesetzes und wie sich die Computerleistung entwickelt, sehr, sehr intensiv beschäftigt. Ray Kurzweil. Ein absolut faszinierender Forscher, der seit 30 Jahren das Phänomen des Mooreschen Gesetzes erforscht. Nun, was ist das Mooresche Gesetz? Ganz einfach, Gordon Moore war neben zwei anderen einer der Gründer von Intel. Andy Grove war noch einer, den dritten weiß ich nicht mehr. Die haben irgendwann gesagt, das ist ja der Wahnsinn, wenn wir Computer bauen, dann müssen wir bislang entweder solche Röhren auf Platinen löten, dann wurde der Transistor erfunden, dann hat man Transistoren auf Platinen gelötet und die haben gesagt, das muss doch irgendwie einfacher gehen. Wir brauchen ja immer mehr von diesen Transistoren, können wir die nicht anders verarbeiten? Und sie haben etwas erfunden, das nannte sich der integrierte Schaltkreis, also Transistoren auf einer kleinen Siliziumfläche. Und sie fingen an, mit verschiedenen Experimenten diese Transistoren direkt auf die Siliziumwafer aufzuätzen und dann entsprechend zu verdrahten. Und sie stellten fest, aha, wir können eigentlich alle 2 Jahre damals die Anzahl der Transistoren auf dieser gleichen Fläche verdoppeln und gleichzeitig fällt der Preis um 50%, weil wir einfach Skaleneffekte haben und weil wir technisch besser werden und versierter werden und weil es auch einen höheren Markt und einen Preis dafür gibt. Und das Mooresche Gesetz besagt, dass wir alle 15 bis 18 Monate das Preis-Leistungs-Verhältnis von Speicherchips, Prozessoren, aber auch der Bandbreite des Internets verdoppeln. Was kommt heraus, wenn man 10-mal etwas verdoppelt? Also das wusste ich auch nicht in der 8. Klasse, weil dann kam nämlich irgendwann, nein, das ist keine Anschuldigung. Ich habe nur damals das erste Mal von exponentiellem Wachstum gehört, weil man dann die exponentiellen Graphen gelegt hat. Und der Lehrer kam in die Klasse und sagte, liebe Klasse, ich habe eine ganz wichtige Frage, was kommt raus, wenn man 10-mal etwas verdoppelt? Und wir fingen an zu rechnen und sagten, 20? Nee, ist mehr. Sondern dann erzählte er uns eine Geschichte. Er sagte, ja, passt mal auf. Vor 600 Jahren gab es einen indischen Maharaja, der war totaler Fan vom Schachspiel. Der Schach
Spiel war gerade erfunden worden. Und er schickte Boten aus, den Erfinder dieses Spiels zu finden und lud ihn ein in seinen Palast und sagte, du hast einen Wunsch frei. Was hättest du gerne? Es ist ein super Spiel, Welterfindung, richtig klasse, wünsch dir was. Und er dachte, der wünscht sich Geld oder Edelsteine oder Kunstwerke. Und er sagte, nein, nein, wir machen das ganz einfach. Nimm mein Schachbrett und nimm ein Reiskorn und lege ihn auf A1 des Schachbrettes. Und dann verdoppelst du die Anzahl von Reiskörnern von Feld zu Feld. Und das, was am Ende rauskommt, das soll mein Lohn sein. Der Maharaja sagte, ja, du komm, kannst du was Richtiges wünschen? Sagt er, nee, nee, ist okay. So. Und dann sagt er, gut, dann geh zum Lageristen, lass dir deinen Reis auszahlen. Keine Ahnung, was rauskommt, ein kleiner Teller voll Reis oder so ein kleiner Sack voll Reis oder ein größerer oder meinetwegen eine ganze Bühne voll Reis oder so ein Reisspeicher so groß wie dieser Saal. Nein, 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 kann nicht sein. Dann kam der Lagerist nach 3 Stunden zurück und sagte, Chef, wir haben ein Problem. Wir werden diesen Wunsch niemals erfüllen können. Sagt er, was kommt raus? Wieso? Sagt er, ja, das ist so wahnsinnig. Also wenn er 64 Mal diesen Reiskorn verdoppelt, kommt eine Zahl raus, die ist so riesig. Wir haben es ausgerechnet, wir müssen sämtliche Länder der Erde mit Reisfeldern bestücken und auch noch die Ozeane trockenlegen, um dort auch Reis anzubauen. Und selbst dann könnten wir diesen Wunsch nicht erfüllen. Da sagte er, das kann doch nicht wahr sein, was kommt raus? Rechnen wir mal die ersten 10 Felder. Und jetzt bitte ich Sie mal zu überprüfen, ob das Moore'sche Gesetz noch funktioniert. Überprüfen können wir es ganz einfach. Erinnern Sie sich an das Jahr 2000? Ich erinnere mich noch ganz gut dran, weil 2000 habe ich mir meine erste Digitalkamera gekauft. Eigentlich war es Weihnachten 99. Ein irres Geld. 1700 Franken hat die gekostet, hatte eine Auflösung 480 mal 640 Punkte. Also man hätte nichts erkannt, wenn ich hier ein Foto gemacht hätte. Ich hatte 1 MB Speicher da drin und der hat 70 Franken gekostet. Und ein Jahr später bin ich in den Laden gegangen, habe mir dann einen neuen Chip gekauft und siehe da, das waren dann 2. Ein Jahr später waren es 4. Und genau das Gleiche passiert jetzt bei den Reiskörnern auf dem Schachbrett. Also da haben wir A1, haben wir 1, da haben wir 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Also 10 Mal was verdoppeln, kriegen wir 1024 Mal so viel. Und es stimmt, wenn Sie heute in den Laden gehen, 1 GB kriegen Sie schon gar nicht mehr, das ist zu klein. Aber das heißt, das Moore'sche Gesetz läuft, ist im Gange. Wir haben 1000 Mal so viele Internetgeräte wie vor 10 Jahren am Netz. Und wir haben 1000 Mal so leistungsfähige Prozessoren, wenn wir im Gesamtsystem sind. Wenn man das nochmal 10 Felder weitergeht, haben wir 1 Million, dann 1 Milliarde. Und das geht seit 30 Jahren so. Nun kommen wir an gewissen Punkten an Tipping Points, also an Punkten, an denen etwas möglich ist. Der Ray Kurzweil, von dem ich gerade sprach, der ist Multimillionär. Multimillionär deswegen, nicht weil er am MIT so große Gehälter verdient, sondern weil er immer 2 Jahre bevor etwas möglich ist, eine Firma gründet, die genau das tut, was man dann, wenn ein gewisser Punkt erreicht wird, mit der Elektronik machen kann. Sie kennen vielleicht Kurzweil Synthesizer, das war er. Weil er 2 Jahre vorher gesagt hat, wenn das Moore'sche Gesetz so weitergeht, dann können wir in 2 Jahren elektronische Musik machen. Das heißt, wir können Töne mit Prozessoren erzeugen und nicht nur mit irgendwelchen schwingenden Drähten oder Sachen, sondern elektronisch. Hat Kurzweil Synthesizer gekauft, hat das an Yamaha verkauft, hat richtig viel Geld gemacht, hat er 7 Mal gemacht. Und der sagt, im Moment sind wir tatsächlich an dem Punkt, dass wir bei unserem Rechner, wenn wir für 1000 Franken, also er sagt 1000 Dollar, also mittlerweile sind es nur noch 900 Franken, für 900 Franken einen Rechner kaufen, dann kriegen wir das Äquivalent einer Stubenfliege. Und wir sind weit gekommen. Also aus technischer Sicht müssen Sie sich mal vorstellen, eine Fliege, ein hochkomplexes, autonomes Gerät, also wenn man es mal technisch betrachtet, flugfertiges Gerät unter 1 Gramm Gewicht, tolles Energiemanagement, kann 2 Tage ohne Nahrung auskommen, unglaubliche Sensorik, kann nämlich mit seinen Füßen schmecken, worauf es steht, hat ein 270-Grad-Facettenseeauge, kann jede Hand sehen, die versucht, es zu erschlagen. Ziemlich abstürzsichere Software seit Jahrhunderten. Gute Weitergabe, kann sich ernähren, vermehren, dreidimensional im Raum orientieren. Tolle Sache, wir sind weit gekommen mit Computern. Aber haben Sie schon mal versucht, mit einer Fliege zu kommunizieren? Haben Sie schon mal versucht, einer Fliege etwas beizubringen? Haben Sie schon mal versucht, dass die Fliege Ihnen bei Ihrer täglichen Arbeit helfen kann? Kann sie nicht, sie nervt. Denn wenn sie das könnten, dann bräuchten sie nicht totzuschlagen, das ist das Gefühl, was wir mit Computern manchmal auch haben, sondern sie könnten sagen, pass mal auf, liebe Fliege, du kannst da hinten rumfliegen, aber ich halte hier einen Vortrag, bitte hör auf, hier mich zu nerven. Und viele Menschen haben mit Computern genau das Problem. Naja,
Nun ist Hoffnung da, denn wenn das Mooresche Gesetz weitergeht, wie war das noch, haben wir 1000-mal so viel Rechenleistung, 1000-mal so viel Speicherleistung, 1000-mal so viel Internetkonnektivität in 10 Jahren, in 520 Wochen. Dann haben wir nicht 1000 Fliegen, die auf unserem Schreibtisch rum sind, sondern etwas, ein höherwertiges Wesen, also ein von der Intelligenz her, von der künstlichen Intelligenz. Kurzweil sagt, dass wir im Jahre 2019 bereits so weit sind, dass wenn die Konnektivität, die Software, die Speicherleistung, die Prozessorleistung und so weitergeht, wir von der Informationsverarbeitungskapazität eines menschlichen Gehirnes sprechen können, für einen Rechner für 900 Franken. Zwischenschritt. Im Jahre 2015, also in weniger als 200 Wochen ungefähr, in 200 Wochen sind wir so weit, dass wir ungefähr die Informationsverarbeitungsäquivalenz haben eines Hundegehirns. Eine Fliege hat 60 bis 80 Millionen Synapsen, ein Hund hat 1,8 Milliarden Synapsen, ein Mensch hat 800 Milliarden Synapsen im Gehirn. In 5 Jahren haben wir einen Hund. Und jetzt wird es spannend. Denn im Gegensatz zur Fliege können Sie mit einem Hund interagieren. Sie können ihm irgendwas beibringen. Sie können ihm sagen, aber nicht noch einmal, mein Lieber, wenn er irgendwie was Schlechtes gemacht hat und so weiter. Dann wird er schon an ihrer Gestik und Mimik merken, war wohl Trial and Error, das war ein Error. Also das war irgendwie nicht so gut. Aber er interagiert mit ihnen. Er freut sich, wenn sie nach Hause kommen, wenn er ihnen die Pantoffeln ans Bett bringt, können sie ihn loben, das macht er immer wieder. Wenn sie blind sind, kann er sie durch Zürich führen und in U-Bahnen einsteigen lassen oder in S-Bahnen einsteigen lassen und über die Straße führen, kennt die wichtigsten Verkehrsregeln, weiß, dass er rechts und links gucken muss, dass er über grün gehen kann und diese ganzen Geschichten. Er kennt Freund und Feind, er kann Gesichterkennung und all diese ganzen Geschichten. Da sind wir in 5 Jahren für 900 Franken. Und Sie merken es jetzt schon. Es beginnt nämlich jetzt in diesen Wochen, dass Sie Geräte kaufen können, die den Menschen verstehen, wo Sie interagieren können. Ich war ganz begeistert, meine Tochter ist 9 Jahre alt und sagte, Papa, wir brauchen jetzt die Xbox. Also nach der Wii, das war ja noch eine Spielekonsole, da brauchte man noch einen Controller. Also ja, diese Dinger mit dem Beschleunigungssensor, wo man was machen kann, haben wir die Xbox gekauft mit dieser kleinen Kamera-Zusatzgeschichte obendrauf. Die guckt einen an. Also das heißt, man hat die dann im Wohnzimmer stehen, hat diese kleinen Kameras und dann sagen sie dieser Xbox, so, geh an und dann gucken sie durch die Programme, indem sie Bewegungen machen und sagen, stopp, das machen sie. Und dann fangen sie an mit dieser Xbox zu spielen, zu interagieren. Das ist schon ein ziemlicher Wahnsinn. Denn wenn Sie überlegen, wir dachten immer, dass die Verbindung zwischen Mensch und Maschine, also diese, wie ist denn die Mensch-Maschine-Schnittstelle, dann kennen wir diese Filme wie Matrix, mit dieser Klappe im Kopf hinten, mit dem dicken Datenkabel und geht dann die Daten rein. Dachten immer, wir brauchen eine physische Verbindung. Nein, Sie haben mittlerweile schon Geräte, die verstehen Gestik und Mimik. Ich habe neulich meine Fotos raufgeladen, ein neues Programm auf meinem PC, da hat es Gesichterkennung, fragt mich, wer ist das? Sage ich, ja, das ist Hans und das ist Susi und das ist Peter. Und auf einmal hat er alle Fotos zugeordnet und während ich vorher in meinen 2500 Fotos, die ich da drauf hatte, mühsam suchen musste, sage ich, zeig mir alle Fotos mit Susi, Peter und Klaus bitte auf einem Bild. Wlupp, kommt das nach oben. Der Computer fängt an mitzudenken. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wenn es so weitergeht, wie wir bisher arbeiten, meine Damen und Herren, da enden wir alle im Irrenhaus. Wenn wir tatsächlich es nicht schaffen, Computer so intelligent zu schaffen, dass sie anfangen, das zu verstehen, was wir tun, dann werden wir alle in 5 Jahren den Burnout erleben. Und zwar nicht auf Seiten der Computer, sondern in unserem Gehirn. Das ist also ein evolutionärer Prozess. Einer der Gründe, warum ich keine PowerPoint-Folien heute mit dabei habe, ist, weil ich mich weigere, mit diesem Programm zu arbeiten. Es ist nichts gegen Microsoft. Das hat nichts damit zu tun, dass das ein schlechtes Programm wäre. Es zeigt aber nur, dass mein Computer nicht in der Lage ist, zu verstehen, was ich tue. Denn obwohl ich das Gerät seit 2 Jahren in meinem Besitz habe und mehr oder weniger Tag und Nacht damit arbeite, alle E-Mails, die ich schreibe, alle E-Mails, die ich empfange, alle Präsentationen, die ich lese, die ich mache, alle Studien, die wir mitbearbeiten, kennt dieser Computer. Sämtliche Flugbuchungen, sämtliche Buchungen bei der SBB, alles. Mein ganzes Leben, mein Kalender, alles. Und trotzdem, und obwohl mir dieser Computer als PDA mal verkauft wurde, als Personal Digital Assistant, kann er mir nicht assistieren. Denn wenn ich ihm sage, Computer, geh mal auf und fang mal an, das Wichtigste von den Trends, über die wir nachdenken, auf einer kleinen Präsentation zusammenzufassen, damit ich das ein paar Leuten zeigen kann, ein paar neue Daten dazu, dann mache ich das Programm auf, es kommt eine weiße Seite, ein blinkender Cursor und der sagt mir, ich weiß nichts. Ich habe ein PHA, also Personal Human Assistant, also eine Dame, die bei mir mitarbeitet, erst seit ein paar Monaten. Aber wenn ich der sage, fass mal zusammen die wichtigsten Trends, über die wir reden, dann schafft sie das. Es wird ganz wichtig, dass Computer lernen.
und verstehen, was in einer E-Mail drinsteht. Denn im Moment sind es reine Maschinen, die empfangen ein paar Tastatureingaben von meinen Fingern, senden die weiter und empfangen die und speichern die, um die wieder zu sehen. Sie verstehen aber nicht, was drin ist. Ich prophezeie, dass in 10 Jahren 70-80% der E-Mails, die Sie bekommen, wenn Sie überhaupt noch E-Mails bekommen, das ist die große Frage, vom Computer selber beantwortet werden können. Also eine simple Frage wie, Herr Thomsen, wann kommen Sie denn in Interlaken an? Das weiß mein Computer, weil ich habe meine ganze Reiseplanung da drauf gemacht und versteht, aha, Interlaken, da dieses X-Days und so weiter. Kann er einfach antworten, der kommt um 19.57 Uhr am Bahnhof an, nach Google Maps braucht er 7 Minuten raufzulaufen und dann ist er um 8 Uhr im Hotel. Dann, das heißt, es könnte selber passieren und das muss auch passieren, denn sonst landen wir tatsächlich alle in der Burnout-Falle in den nächsten 5 Jahren. Es gibt heute schon eine Zunahme der Burnout-Fälle. In Berlin weiß ich die Zahl von der Charité. Seit 2006 verdoppelt sich die Anzahl von Burnout-Fällen von Jahr zu Jahr. Jetzt sind wir beim Schachbrett noch ganz weit vorne. Das heißt, also wir sind irgendwie bei 16, aber Sie wissen, was jetzt passiert. Das sind exponentielle Entwicklungen. Diese neue Intelligenz, also wenn wir mal schauen, das Ende der Dummheit wird in diesem Jahrzehnt passieren. Computer fangen an zu verstehen, was wir tun. Das hat auch damit zu tun, dass sie sich immer stärker vernetzen. Hat eine positive Wirkung, dass wir nämlich entlastet werden, dass Computer mehr und mehr Dinge verstehen von dem, was wir tun müssen. Und sie wird uns vielleicht von diesem E-Mail-Nightmare, wie ich ihn nenne, irgendwie befreien. Und auch da sind wir an einem Tipping-Point, wo wir uns fragen müssen, ist E-Mail die Antwort? Das war ganz toll, als das anfing. Vor 10 Jahren, wissen Sie noch, oder vielleicht vor 15 Jahren, als Sie die ersten E-Mails bekommen haben, das war ja traumhaft. Also auf einmal konnte man etwas, was vorher mit dem Brief funktionierte oder mit dem Fax funktionierte, am Rechner machen. Und wir sagten, einen riesen Produktivitätsgewinn. Toll. Dann kriegten Sie mal 5 E-Mails am Tag und dann, wenn es gut war, mal 10 E-Mails. Dann gab es die ersten, die hatten 20. Dann gab es einen, der sagte, ich habe 50 E-Mails am Tag. Jetzt gibt es Leute, die haben 100, die haben 150. Ich kenne einige Manager aus der IT-Industrie, die sagen mir, sie haben 300 am Tag. Die Frage ist doch, wird man produktiver? Also kriegen wir einen Produktivitätssprung hin, wenn wir die Anzahl der E-Mails noch weiter erhöhen? Und ich behaupte mal, es gibt auch hier einen Tipping-Point, wo wir sagen, nein, da kommen wir nicht weiter. Da müssen wir uns überlegen. Ich mache gerade einen Prozess durch. Ich dachte immer, ich wäre ein IT-Freak und habe mich um IT-Systeme in unserer Firma recht viel gekümmert. Und dachte, ja, mit E-Mail und mit den ganzen Programmen, die wir haben und mit unseren Servern, da kenne ich mich irgendwie aus. Vor 2-3 Jahren haben wir noch Leute von der Uni geholt und die waren so Generation Praktikum. Das heißt, sie durften alle möglichen Dinge bei uns machen, aber bitte nicht an die IT ran. Weil wir kannten ja die Prozesse. Ich lasse gerade los und ich habe 23-jährige Leute von der Uni, die unser Geschäft komplett umkrempeln, weil sie mir sagen, das, so wie ihr mit Informationen umgeht, mit Kommunikation umgeht, das ist so steinzeitlich, das können wir gar nicht machen. Das sind Leute, wo ich dachte, wir müssten ein IT-Projekt planen und irgendwie eine Ausschreibung machen und irgendjemanden finden, der uns das bauen kann, wo Leute sich hinsetzen und auf SharePoint oder auf irgendwelchen anderen Sachen innerhalb eines Nachmittages uns einen neuen Prozess definieren, wie wir mit Informationen umgehen. Wir können von dieser neuen Generation der Digital Natives unglaublich viel lernen, wie sie mit Informationen umgehen. Denn seien wir doch mal ehrlich, wir alle sind doch komplette Laien, wenn es darum geht, mit diesen vielen Informationen wirklich umzugehen. Ich weiß noch, an der Uni hat mir ein Professor mal in der Betriebswirtschaftslehre gesagt, Herr Thomsen, es ist so, je mehr Informationen Sie für eine Entscheidung zur Verfügung haben, desto besser können Sie die Entscheidung treffen. Das war eine Zeit vor dem Internet. Heute geht die Menge der Informationen, die wir für jede Entscheidung kriegen können, gegen unendlich. Und wir haben alle kein Konzept, wie wir damit umgehen. Ich hatte keinen Ausbilder, keinen Professor, keinen Lehrer, der mir mal gesagt hat, wie man ordentlich mit 200 E-Mails am Tag umgeht und wie man nebenbei diese ganze Parallelität managt. Wir sind im Prinzip Laien, wenn es darum geht, mit Informationen richtig umzugehen. Und das müssen wir lernen von der Generation, die jetzt nachwächst. Denn das ist diese Generation, die in Netzwerken denkt. Die hat eine völlig neue Form, wie sie Firmen begreift. Auf einmal sind Firmengrenzen, wo wir vorher noch so Vertraulichkeitsvereinbarungen unterschrieben haben und sagen, bloß nichts sagen, wenn die ein Problem lösen, machen die Xing auf oder Facebook und sagen, ich kenne da jemanden, der arbeitet zwar bei einer ganz anderen Firma, den frage ich jetzt und der kann uns helfen, das zu machen. Die denken in Netzwerken. Auf einmal öffnen sich Firmenkulturen auf eine völlig neue Art und Weise. Wo führt das Ganze hin? Dieses Jahrzehnt wird in den Geschichtsbüchern stehen, also die zweite Dekade, als die Dekade, die nach der ersten kam, ganz logisch. Und die erste Dekade war geprägt durch 2 Megatrends, nämlich Digitalisierung, das heißt also, wir haben fast alles digitalisiert, ob das nun Fotos waren oder Musik oder Netze und so weiter, und die Vernetzung.
Und jetzt kommen wir in die Phase hinein, wo wir einen neuen Grad der Vernetzung finden. Wir nennen es das Internet der Dinge, Internet 3.0. Auf einmal ist das Internet nicht nur in PCs oder auf Laptops oder Blackberries oder iPhones, sondern es zieht ein in unseren Alltag, in unser Leben. Sie gehen an eine Bushaltestelle und sehen ein Display, der nächste Bus kommt in 7 Minuten, Linie 7. Das heißt, diese Bushaltestelle ist Teil des Internets. Denn Sie können diese Daten, die dort displayed werden, abrufen und sie werden automatisch generiert durch den Verkehr. Sie werden viele, viele Dinge haben, die Teil des Internets werden und die eine Intelligenz bekommen. Aufzüge, die zum Beispiel sehen, wer kommt da gerade und die Tür dann entsprechend vorher aufmachen, wissen, wann sie sie zumachen, also nicht vorprogrammierte Abläufe haben, sondern individuelle Abläufe für den allgemeinen Sachen. Sie werden in 5 Jahren schon, wenn Sie eine Sauna besitzen, die Möglichkeit haben, sie entweder zu programmieren, heute Abend 20 Uhr will ich in der Sauna sein, um 19 Uhr aufheizen, die heizt auch auf, wenn Sie nicht da sind. In 5 Jahren wird die Sauna vorher Ihr BlackBerry, Ihr iPhone, Ihr HTC kontaktieren und fragen, wo bist du? Und sie steht da drauf, der ist noch in Interlaken. Interlaken bis Zürich sind 1,5 Stunden Fahrt. Dann wird wahrscheinlich die Sauna eine kleine Nachricht hier drauf schicken und sagen, sag mal, kommst du heute Abend noch oder bleibe ich kalt? Und Sie sagen so, nö. Aber wenn wir über Energiesparen nachdenken, dann geht es nur so, dass wir die Intelligenz, die wir im Moment in unserem eigenen Kopf haben müssen, runterbrechen auf die Systeme, die uns umgeben. Das heißt also, die Sauna muss mitdenken, nicht wir, ob sie Energie sparen kann, indem sie sich nicht umsonst aufheizt. Und genau das passiert jetzt in dieser Welt. Jetzt kommen noch einige andere Dinge dazu. Roboter zum Beispiel, ich weiß, das klingt jetzt sehr utopisch, aber in 10 Jahren, ich sage Ihnen, werden viele Dinge, die Sie für den Haushalt und Haushaltsmaschinen kaufen, Beine und Arme haben. Das heißt also, wir gehen davon aus, dass Robotik in diesem Jahrzehnt ein Massenmarkt wird, der eventuell sogar größer wird als der Softwaremarkt, jedenfalls meint das Bill Gates. Wo wir an den Punkt kommen, denken Sie an den Hund, mit dem Sie interagieren können, Sie auch eine Maschine haben, wo Sie einfach sagen können, bring mir mal die Flasche Wasser von da hinten. Und sie wird das verstehen, sie wird meine Gestik und Mimik verstehen, die Flasche Wasser kennt sie auch und sie kann mir das bringen. Wird noch eine interessante Sache sein. Aber es kommen auch neue Aufgaben auf den CIO zu, also auf alle, die hier wahrscheinlich sitzen und die Verantwortung haben. Denn zukünftig werden sie mit dieser neuen Intelligenz ganz anders denken müssen. Es geht doch nicht mehr darum, Computer miteinander zu vernetzen, meine Damen und Herren. Es gibt einen Spruch von John Chambers, der sagt, es ist banal, 100 Computer miteinander zu vernetzen, verglichen mit der Aufgabe, die 100 Menschen, die an diesen Computern arbeiten, so zu vernetzen, dass sie etwas Sinnvolles tun können. Und genau darum geht es. Es geht um Menschen. Es geht darum, zu überlegen, wie können wir die Prozesse so machen, dass wir tatsächlich produktiv arbeiten können. Wir sehen eine neue Konvergenz. Das ist ein wichtiger Trend, den ich hier noch kurz mit in die Wunde schmeißen möchte. Die Konvergenz der Netze. Wir haben im Moment ein Energienetz, Informationsnetz, Mobilitätsnetz. Und in den nächsten 10 Jahren überlagern sich diese Netze komplett miteinander. Das heißt, wir können nicht mehr nur in IT denken, sondern es ist gleichzeitig Mobilität und es ist gleichzeitig Energie. Und das wird die Art und Weise, wie wir mit Energie umgehen, völlig verändern. Unsere Prognose ist, dass wir in diesem Jahrzehnt noch 3 weitere Tipping Points im Bereich der Energie erreichen. Einmal, Elektromobilität wird einen Punkt erreichen, an dem das Elektroauto das günstigere Auto ist. Das liegt daran, dass die Degression bei Akkupreisen ab 2014 einsetzen wird, wenn die Nanotechnologie reinkommt, die Skaleneffekte reinkommen und die neuen Player mit reinkommen, die im Elektroautobereich sehr stark werden, hauptsächlich asiatische und amerikanische Player, wie es derzeit aussieht. Und wir schätzen, dass 2016, also in 260 Wochen, Sie einen Mittelklassewagen für den gleichen Preis elektrisch kaufen können wie konventionell angetrieben. Ab diesem Zeitpunkt wird der elektrische Wagen günstiger werden. Geht aber nur mit IT. Denn das Ganze funktioniert nur, wenn wir ein intelligentes Stromnetz haben. Das heißt also, dass nicht der Nutzer darüber entscheidet, jetzt stecke ich den Stecker rein und ziehe ganz viel Energie raus, sondern dass das Auto die Intelligenz hat, mit dem Stromversorger zu verhandeln, wann hast du eigentlich Strom übrig, wenn die Sonne scheint, wenn der Wind weht. Die Energieversorger auf der anderen Seite werden diese Autos brauchen, um den zusätzlichen Strom, den sie durch regenerative Energien reinkriegen, Windkraft und Solar, dann überhaupt wegzubekommen, zu speichern. Der Speicher wird eine neue Währung. Das heißt also, elektrischer Speicher wird für die Energieversorger eine neue Währung und wird eine ganze Menge von IT mit sich bringen, die dafür notwendig ist. Wir sehen einen zweiten Tipping Point, dass regenerative Energiequellen einen Preispunkt erreichen und ich denke, es wurde durch Fukushima jetzt sogar noch etwas beschleunigt.
dass wir ungefähr mit dem Jahre 2017 damit rechnen. Einige sagen, das ist viel zu spät, das kommt schon 2014, dass wir Grid Parity erreichen. Das heißt, eine Kilowattstunde Strom ist für den gleichen Preis mit solarer Energie zu erzeugen, wie wenn Sie Kohle in Australien in einer Mine abbauen, in ein Schiff verfrachten, nach Europa bringen, in einem Kohlekraftwerk Feuer machen, Wasser zum Kochen bringen, den Dampf nehmen, in eine Turbine leiten, 50% Energie rauskriegen und 50% in den Kühlturm abgeben müssen. So erzeugen wir heute noch Energie. Wir Menschen werden jetzt auch intelligent. Und damit sind wir die Letzten auf dieser Erde, die das schaffen. Es gibt viele, die sagen, woher kommt denn die Energie? Haben wir überhaupt die Energie? Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, heute in der Kaffeepause, gucken Sie einfach mal raus. Jeder Grashalm auf der Wiese, jeder Fisch, der im Bach schwimmt, funktioniert mit Solarenergie. Die müssen nicht irgendwo in Libyen oder im Golf von Mexiko 3500 Meter tief in die Erde bohren und irgendwie flüssige Kohlenwasserstoffe rausholen, um zu funktionieren, sondern wir haben ein funktionierendes System und wir werden lernen, das zu machen. Und der Tipping Point, wir reden von Solarenergie auch mit einer Siliziumtechnologie, wenn die Solarindustrie nur ein Hundertstel des Preisverfalls, nur ein Hundertstel des Preisverfalls mitmacht, was die Chipindustrie in den letzten 10 Jahren gesehen hat, dann sind wir im Jahre 2015, 2016 an dem Punkt, dass eine Solarzelle die günstigste Form der Energieerzeugung ist. Mit großen Veränderungen für die Energieerzeuger und für die Energieunternehmen. Dazu noch das ganze Thema Smart Grid, also wie kriegen wir die Intelligenz mit dem Strom verknüpft. Und wissen Sie was? Die brauchen unbedingt Hilfe, denn die EVUs haben keinen Plan, wie sie das machen wollen. Das wird auch eine neue Gruppe sein, wie Sie sich öffnen müssen und nicht nur nach innen schauen, sondern auch schauen, wie können Sie helfen, diese vernetzten Systeme miteinander zu machen. Ich gehe davon aus, dass wir im Jahre 2020 völlig selbstverständlich uns elektrisch bewegen werden, auch wenn da einige noch dran zweifeln. Aber es hat auch noch damit zu tun, wie wir mit Energie umgehen. Ich will Ihnen kurz eine Analogie geben, was wir heute derzeit tun. Es gibt Autohersteller, die versprechen Ihnen das Blaue vom Himmel und die sagen Ihnen, wenn Sie diesen Wagen kaufen, haben Sie Blue Efficiency oder ein grünes Auto. Es ist wunderbar, es ist eine hocheffiziente Form der Fortbewegung und der Energieverwendung. Glauben Sie das mal nicht. In einem Liter Diesel- oder Ottokraftstoff sind ungefähr 10 Kilowattstunden thermische Energie. Das heißt also, wenn Sie die verbrennen, kriegen Sie 10 Kilowattstunden thermische Energie raus. Wissen Sie, wie viel Sie von dieser thermischen Energie in Form von Vortriebsenergie im Ottomotor umwandeln können? 25%. Der Rest ist einfach Abwärme. Also wir machen da Feuer im Brennraum, ja, und durch die Ausdehnung der Luft und diese Explosionskraft wird der Zylinder nach unten gedrückt, aber das meiste ist Abwärme. Und wir können ungefähr 25% der Energie für Vortrieb nutzen und 75% gehen verloren. Und Menschen sagen mir, ach, das ist gut so, das ist okay, das geht nun mal nicht anders, da sind ja auch noch Effizienzen drin, da kriegen wir noch 3, 4, 5% raus, dann werden wir dann irgendwann auf 28% kommen. Und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, in einem Zeitraum von nur 2% der Kulturgeschichte der Menschen, 2%, haben wir 50% aller verfügbaren Ressourcen auf der Erde ausgebeutet. 50% des Öls, 50% von anderen Energieträgern, Kohle haben wir noch ein bisschen mehr, aber wir haben es geschafft, in 2% der Kulturgeschichte der Menschheit die Erde zur Hälfte auszubeuten. Ich drehe es jetzt mal um. Nehmen wir mal an, Sie kriegen Besuch am Wochenende. Sie kochen was gemeinsam, der Besuch kommt zu Ihnen und sagen, danke für die Einladung, wir haben euch was mitgebracht. Eine richtig tolle Flasche Wein. Castello Banfi Sumus, Jahrgang 2000 aus der Toskana. Es gibt noch 600 Flaschen davon, 300 Franken die Flasche. Kostbare, knappe Ressource. Kommt auch nicht wieder. Genauso wie mit jedem Liter Erdöl, den wir der Erde abbrennen. Sie machen den auf, riechen, kein Kork. Wunderbar, klasse, freue mich riesig. Gehen zum Ausguss in der Küche. Und gießen 75% dieses Weines in den Ausguss. Und Ihr Besuch sagt, was machst du da? Sag mal, spinnst du, das ist eine knappe Ressource, die kommt nie wieder. Und Sie sagen, wieso, ist doch effizient, wir können noch 1,5 Gläser davon trinken. Aber wenn Sie heute Abend in Ihr Auto steigen und nach Hause fahren, tun Sie genau das. Das werden Ihnen Ihre Kinder vorhalten. Im Elektroauto können wir 90% der gespeicherten Energie, wir kriegen im Moment noch relativ wenig Energie in den Akku rein, aber 90% davon können wir in Vortrieb umwandeln, nur 10% Abwärme. Es wird die Welt ziemlich stark verändern. Zwei letzte kurze Trends und dann bin ich ja schon fertig. Das ganze Thema Software dehnt sich jetzt aus.
Es geht nicht mehr nur nach innen in eine Firma, sondern es nimmt ganz neue Bereiche an. Wenn wir gucken, wer in der Biologie arbeitet, in der Gen- und Nanotechnologieforschung, da ist sehr viel IT mit drin. Sehr, sehr viele Leute, die jetzt in die Genomforschung hineinkommen, kommen aus der IT-Ecke. Denn worum geht es? Wenn wir das menschliche Genom auseinanderschlüsseln, geht es um Informationen. Denn in diesem Software-Code, der in der DNA gespeichert ist, übrigens nur 770 Kilobyte, also weniger als Microsoft Word, reicht aus, um den kompletten Bauplan für die ungefähr 800 Milliarden Zellen, die Sie in Ihrem Körper haben, jede an den richtigen Platz zu bringen, mit der richtigen Funktion auszustarten, die ganze Energiemanagement zu machen, die ganze Sensorik, alles. Das reicht aus, das ist ein Wunder. Und wir fangen gerade an, weil das menschliche Genom wurde ja erst vor 6 Jahren entschlüsselt, wir fangen gerade erst an, diese Software ein bisschen zu verstehen. Wenn wir in 10 Jahren dahin kommen, dass wir sie etwas besser verstehen, werden wir Krankheiten ganz anders bekämpfen. Und auch da würde es uns das vorsintflutlich vorkommen, wenn wir zurückblicken auf das Jahr 2011, dass wir denken, wir könnten Krebs oder andere Krankheiten damit bekämpfen, indem wir möglichst viel Chemikalien in einen Körper reinschütten, hoffen, dass er dabei nicht stirbt und hoffen, dass die richtigen Zellen damit dann getötet werden, hoffentlich nicht die falschen. Sondern wir werden anfangen, sehr viel dezidierter zum Beispiel Stammzellen zu nutzen, um gewisse Dinge wieder nachwachsen zu lassen. Mit jeder Stammzelle können Sie eine Leber, eine Niere, ein Stück von einem Auge nachzüchten, wenn Sie die Software beherrschen. Medix 2.0. Aber der letzte große Trend, obwohl in den nächsten 520 Wochen so viele Veränderungen auf uns zukommen, haben wir auch einen Trend, der uns sehr viel Kopfschmerzen bereiten wird. Und das ist das, dass wir jetzt auch in ein Jahrzehnt hineinkommen, der Knappheiten. Und wenn man an Knappheiten denkt, dann denken einige an Öl oder an Kupfer oder an seltene Erden oder an Selen oder an frisches Wasser oder saubere Luft. Und das stimmt auch alles. Das sind auch Knappheiten, die durch den Markt geregelt werden. Aber die größte Knappheit, die wir in den nächsten 10 Jahren erleben werden, und zwar weltweit, nicht nur in der Schweiz, ist eine andere Ressource. Die Amerikaner nennen sie the human resource, HR. Talente, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Fachkräfte. Menschen, die uns helfen können, mit diesen Veränderungen und diesen ganzen Chancen, denn das sind ja alles Opportunitäten, wirklich umzugehen. Wenn Sie sich die Bevölkerungspyramide der Schweiz angucken, dann ist es keine Pyramide, sondern so eine Art Urne. Also das hat so eine Form, die ein Bauch hat. In Deutschland ist es noch schlimmer, da hatten wir noch stärkere Auswirkungen vom Weltkrieg. Aber es ist ein weltweites Phänomen, dass wir nicht mehr dass wir keine nachwachsenden Ressourcen produzieren, nämlich Kinder, in ausreichender Anzahl. Das konnten wir eine ganze Weile lang kompensieren durch Effizienzfortschritte und durch andere Dinge. Aber jetzt passiert etwas Wahnsinniges. Die gesamte Generation der Babyboomer, das sind diejenigen, die nach dem Zweiten Weltkrieg geboren worden sind, die jetzt so zwischen 52 und 62 sind, werden in den nächsten 520 Wochen in den Ruhestand gehen. Das sind, ich kenne nur die deutschen Zahlen, 27% der heute arbeitenden Menschen gehen in den kommenden 520 Wochen in den Ruhestand. 27%. An Nachwuchs haben wir gerade mal 10. Und das wird eine Lücke aufmachen, die und dazu führt, dass sich das Thema Arbeit, und das wird ja auch Thema dieser Tagung sein, enorm verändert. Bisher gehen einige Industrien, ich weiß, bei Ihnen ist das schon ein bisschen weiter, aber einige Industrien gehen davon aus, dass sich die Menschen bei den Firmen bewerben. Dass es einfach so viel Nachfrage gibt nach guten Arbeitsplätzen, dass Leute sich hinsetzen, eine Bewerbung schreiben und sagen, ich bin toll, ich bin gut, ich bin motiviert, ich möchte so gerne für euch arbeiten und Sie haben die freie Auswahl, wen Sie nehmen. Und Sie wissen in Ihrer Branche, das ist schon nicht mehr so, aber viele Branchen gehen davon aus. Ich glaube, dass wir einen weiteren Tipping Point erleben werden, nämlich, dass sich nicht mehr Menschen bei Unternehmen bewerben, sondern dass sich die Unternehmen bei den Menschen bewerben. Und was sind die Kriterien, wonach zukünftig Menschen sich ihre Firmen aussuchen? Ich glaube nicht, dass es nur um Geld geht. Es geht auch nicht nur um den Firmenwagen, sondern es geht um Arbeitskultur, es geht um Innovationskultur, es geht um ihre Ethik, es geht um ihre Führung, es geht um diese ganzen weichen Werte, die so wichtig sind, wo ein Mensch sagt, da möchte ich gerne hin. Und ich gehe mal so weit, ich glaube, dass in 10 Jahren Firmen eher wie Clubs daherkommen oder wie Vereine, als wie einfach Arbeitgeber, Menschen, die jemanden Arbeit geben. Die Zeiten sind vorbei. Und übertragen Sie das mal auf Ihre Freizeit. Nehmen wir mal an, Sie haben sich vorgenommen, Sie wollen in Ihrer Freizeit noch was Sinnvolles machen.
und wollen in einen Sportverein eintreten, in politische Parteien, Country Club, was es auch immer gibt, also irgendetwas, dann nehmen Sie ja auch nicht den, der die günstigsten Mitgliedsbeiträge hat oder die besten Parkplätze vor der Tür, sondern Sie gehen dahin und gucken sich die Leute an, die dort Mitglied sind. Und Sie fragen sich, möchte ich zu diesem Kreis gehören? Möchte ich dort gerne meine Zeit verbringen? Und genauso werden sich zukünftig Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter orientieren und reinschauen. Wir machen mal eine Probezeit, aber das machen wir so, dass ich nach einer Woche zu euch sage, ob ich da mitmachen möchte oder nicht. Ganz neue Formen, wie sich Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnisse verändern. Die Knappheit an Talent wird ein globaler Trend werden, ein globaler Krieg um Talent. China macht uns sehr viel Kopfschmerzen. Seit 30 Jahren haben die Ein-Kind-Politik. China wird in 5 Jahren der größte Nachfrager am weltweiten Arbeitsplätzemarkt werden und wird anfangen, Arbeitskräfte aus aller Welt zu importieren, weil es gibt keine Chance, dass China sein Wirtschaftswachstum von 8-11% aufrechterhält mit eigenen Ressourcen, sondern sie müssen Fachkräfte importieren. Halten Sie Ihre Kinder fest und Ihre Enkelkinder, also die nach China gehen. Aber für die Firmen und auch darum hat IT etwas damit zu tun. Es geht um die Vernetzung von Menschen. Es geht nicht um die Vernetzung von Maschinen. Das machen die zukünftig selber. Und da sind wir, am Anfang der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts. Nach 10 Jahren der Wahnsinnsveränderung, mit Dingen, mit denen wir im Jahr 2000 noch gar nicht rechnen konnten. Im Jahre 2000 oder 2001 war Facebook noch nicht mal eine Idee. Vor 200 Wochen kannte in der Schweiz noch niemand Facebook und mittlerweile ist es eine Community, die sogar politische Konflikte versucht zu lösen. Gucken Sie die Palästinenser und das Westjordanland an, wo sich im Moment Leute über Facebook versuchen zu organisieren, um den Konflikt zu lösen. Schauen Sie sich Libyen an, schauen Sie sich Tunesien, Ägypten, eventuell auch China in den nächsten Monaten an. Wir haben wahnsinnige Umbrüche und wir können nicht davon ausgehen, dass wir in den nächsten 10 Jahren weniger Umbrüche und Tipping Points erleben. Wir müssen aber die Zeit finden, unseren To-Do-When-Time-Stapel ab und zu mal wieder nach vorne zu holen und über die wirklich wichtigen Dinge nachzudenken, Zeit zu finden, Muße zu finden, nicht nur abzuarbeiten und zu reagieren auf die 300 E-Mails, sondern irgendwann mal abzuschalten und zu denken, wo wollen wir eigentlich hin? Es gibt jede Menge Aufgaben, die es zu tun gibt. Wie wir mit künstlicher Intelligenz umgehen, wie wir die Arbeiten organisieren, wie wir Computer sinnvoll einsetzen, wie wir Unternehmenskulturen neu definieren. Und insofern kann ich Ihnen nur sagen, das wird eine spannende Zeit. Die nächsten 10 Jahre werden garantiert genauso spannend, wenn nicht noch spannender als die letzten 10 Jahre. Und denken Sie jeden Freitagnachmittag dran, es sind nur 520 Wochen und Sie merken, wie schnell so eine Woche vorbei ist. Und der letzte Tipp: Wenn Sie irgendwann das Gefühl haben, es wird Ihnen ein bisschen zu warm, dann warten Sie nicht so lange und seien Sie kein Frosch. Dann springen Sie. Danke. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Lars Thomsen, dass Sie hier waren. Vielen herzlichen Dank für diesen vielen Input. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass Sie am Schluss noch mit einem Hippie-Manifest schließen. Make love, macht mehr Kinder, um die Zukunft zu retten. Genau. Also, und ich hätte eigentlich noch ganz viele Fragen. Wir sind zeitlich ein bisschen knapp. Aber wenn ich jetzt schon mal neben einem Zukunftsforscher stehe, darf ich Sie fragen, wann werde ich reich, glücklich und vor allem mal weise? Genau darauf kommt es an. Ich denke, dass wir in einer Zeit leben, in der wir ziemlich stark unter dieser Informationsüberlastung leiden. Und unsere Generation hat ein Problem damit, mit dieser neuen Wirklichkeit umzugehen. Und ich denke, das Beste ist das Lernen von der jungen Generation. Ich halte recht viele Vorträge vor den unterschiedlichsten Altersgruppen letztendlich. Und die staunen immer und sagen, oh, aha, aha, aha. Der schwierigste Vortrag, den ich einmal im Jahr halten muss, der ist vor der Klasse meiner Tochter, die ist 10 Jahre alt. Und es gibt einmal im Jahr diesen Elterntag, wo dann die Eltern mal vorstellen, was sie machen. Und meine Tochter sagt dann immer, ja, mein Papa, der ist Zukunftsforscher und dann darf ich halt eine Stunde mit den Kindern da in die Zukunft gucken. Und während Erwachsene fast ein bisschen staunend, wenn ich denen sage, ja, okay, und dann in 10 Jahren dann werden wir elektrische Autos fahren und Computer werden mitdenken und wir werden Roboter haben. Und dann sagen die, oh, nee. Und die Kinder, die sagen, oh, Thomas, erzähl uns was Neues, das wissen wir schon alles. Und
Ich glaube, dass diese Generation, die jetzt nachwächst, also das ist diese Netzwerkgeneration, die denkt anders, die hat Open Innovation im Blut. Das heißt also, die denken nicht mehr, dass Innovation in geschlossenen Räumen stattfindet, sondern dass es darum geht, sich zu vernetzen, mit Leuten Kontakte aufzunehmen, etwas zu denken. Aber die sind ja immer in Facebook, oder? Ja, die sind immer in Facebook. Aber das macht glücklich dann. Nein, man sollte aber mit rein und man sollte das mit nutzen. Also ich glaube nicht, dass wir so tun sollten, als ob wir es besser wüssten. Und wir müssen einen neuen Dialog finden zwischen den Generationen. Und das kann vielleicht dann auch Ihnen helfen, auf die eine Idee zu kommen, die Sie dann reich, glücklich und zufrieden macht. Okay, das ist sehr schön. Da haben Sie also noch Hoffnung für mich. Ich denke, besonders gut wissen Sie, kennen Sie die Zukunft der CIOs. Und Sie sind ja noch am Vormittag noch ein bisschen hier in der Networking-Zone. Also schnappen Sie sich den Zukunftsforscher. Lars Thompson hat sicher viel Anregendes für Sie persönlich auch bereit. Jetzt haben wir Kaffeepause. Und eigentlich wollen wir pünktlich weiterfahren, 11:15 mit den diversen Business Tracks und Breakout Sessions. Und hier geht es um 4 Uhr weiter mit dem Stargast Spike Lee. Ich freue mich, Sie dann alle wieder hier zu sehen. Bis gleich.